In so einer Krise wie jetzt ist man als Bürger ja relativ stark auf seine Regierung angewiesen. Bislang machen wir diese ganzen Beschränkungen alle mit, weil wir Vertrauen haben, dass die Regierung das zum Wohl von uns allen entscheidet. Die Frage ist nur, wie lange hält so eine Gesellschaft das aus? Und welches politische System, also Trump, China oder Deutschland, kommt eigentlich am besten durch so eine Krise? Darum geht es heute in unserem After-Corona-Club. Und wie immer sind Sie herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de/After-Corona-Club. Und unser Gast heute ist Herfried Münkler. Er ist Politikwissenschaftler, war Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. Er hat Frank-Walter Steinmeier in Außenpolitik beraten und tauscht sich auch jetzt während dieser Krise immer wieder mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel aus. Schönen guten Tag, Herr Münkler. Ciao, Frau Reschke. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass Sie sowohl Herrn Steinmeier in der Außenpolitik beraten haben, sich jetzt auch mit Frau Merkel austauschen. Auch eine Wissenschaftlerin, eine Naturwissenschaftlerin. Über was tauschen Sie sich denn aus, ohne jetzt natürlich Geheimnisse verraten zu wollen? Über Einschätzungen und vor allen Dingen über die Nuancen von Einschätzungen. Also das ist in vieler Hinsicht eben kein einseitiger Beratungsprozess, sondern ein, möchte man sagen, sich gemeinsam beratschlagen. Das ist die mir sympathischste und liebste Form von Politikberatung. Das sind Fragen, naja, der Einschätzung von Durchhaltefähigkeit von Bevölkerung, wie lange die so etwas akzeptieren wird im Hinblick auf die Beschränkungen. Würden Sie denn denken, dass jetzt überhaupt Wissenschaft oder die Beratung durch Wissenschaft einen höheren Stellenwert auch für Regierungen kriegt oder für politisch Handelnde? In der Klimakrise hat es bis jetzt nicht so gut funktioniert. Wissen hat immer im Hinblick auf kollektiv bindende Entscheidungen eine Rolle gespielt. Das waren zu früheren Zeiten vielleicht irgendwelche Priester, die die Eingeweide von Tieren gelesen haben und von daher gesagt haben, ja, ist gut, wenn wir das heute machen oder wenn wir die Finger von lassen. Das waren Schamanen und andere, aber zu unserer Zeit oder Leute, die eine göttliche Eingebung hatten, aber in unserer Zeit ist eben gewissermaßen Wissenschaft an die Stelle dessen getreten. Es ist ja so, große Krisen haben ja Gesellschaften von jeher verändert oder beeinflusst, wahrscheinlich vor allem die Weltkriege. Jetzt ist ja interessant an dieser Pandemie, dass im Prinzip gleichermaßen alle betroffen sind, also alle Länder und alle Menschen gleich. Wird diese Krise uns auch verändern? Hat die ein Potenzial wie andere große Krisen? Also vermutlich werden wir nach dieser Krise nicht mehr so ohne weiteres dieselben sein wie vorher. Ich denke, auf der einen Seite ist natürlich eine große Fähigkeit bei uns, da zu vergleichgültigen und zu vergessen. Und im Prinzip sind das ja auch die Verarbeitungs- und Widerstandsmechanismen postheroischer Gesellschaften, die also nicht über irgendwelche Tapferkeit und Opfer funktionieren, sondern im Modus mürrischer Indifferenz. Und das war gestern und ich will nicht mehr dran denken. Das ist sicherlich auch eine Stärke, sozusagen sich nicht völlig aus der Fassung bringen zu lassen und sein Leben fundamental zu verändern. Aber es gibt natürlich eine Reihe von Punkten, in denen strategische Fragen stehen. Also unter anderem die Frage, sind möglicherweise diese langen globalen Lieferketten eine Form von Verwundbarkeit, die man sich auf Dauer nicht leisten kann? Also was ich neben den ökonomischen Folgen ja wirklich interessant finde, gerade zu beobachten, ist so dieses Wechselspiel zwischen Bevölkerung und Politik. Denn man ist ja sozusagen als Bürger darauf angewiesen, den Regierenden jetzt zu vertrauen. Bleibt einem ja gerade gar nichts anderes übrig, dass irgendwie das, was die machen, irgendwie schon gut ist für uns alle. Aber das sind wir ja eigentlich als kritische Gesellschaft gar nicht so gewöhnt, dass man jetzt einfach mal das eine Ansage gibt und der muss man jetzt folgen. Naja gut, also Krisen sind ja grundsätzlich die Stunde der Exekutive. Und da verschwindet im Prinzip hinter dem Handeln der Regierung alles, was sonst noch zur parlamentarischen Demokratie gehört, also vor allen Dingen natürlich die Opposition. Der zweite Typ ist eher der hemdsärmlich auftretenden älteren Männer, also Putin, Trump, Bolsonaro, andere, die vielleicht nicht viel wissen, aber mit dem Gestus auftreten, alles zu können.
und in dieser Weise dann auch sagen, was zu machen ist. Aber das auch im Gestus, macht mal schön, was ich euch sage und dann wird das gut. Das ist ein inzwischen schwieriges Modell, weil sich herausstellt, um alles zu können, wissen sie zu wenig, lassen sich nicht beraten. Und dann gibt es das Modell, das im Prinzip bei uns zur Anwendung kommt, nämlich die Regierung macht durchaus sichtbar, welche Expertise die von Epidemiologen, Virologen auf der einen Seite oder von Ökonomen auf der anderen, sie in welcher Situation präferiert und versucht, das den Leuten zu erklären. Also die gewissermaßen in einer eigentlich relativ transparenten Form in die Beobachtung einzubeziehen und gleichzeitig den Leuten zu sagen, wenn das gelingen soll, dann können wir das nur gemeinsam. Wir geben als Regierung bestimmte Sachen vor, aber ihr müsst dann auch aus eigener Einsicht und Vernünftigkeit das umsetzen. Die chinesische Regierung inszeniert sich natürlich so, und es wird aber auch als Beispiel genommen aus Südkorea, wie man eine Krise gut in den Griff kriegt. Also man macht eine Ansage, die Bevölkerung verhält sich danach, ganz klare Einschränkungen und dann ist wieder vorbei. Wieso ist das dann kein gutes oder nicht so ein gutes Modell? Naja, ich meine, erstens wissen wir natürlich nicht, ob die relativ guten und ansehnlichen Zahlen der Chinesen nicht gefaked sind. Das kennt man aus solchen Konkurrenzsituationen, dass die Beteiligten und Betroffenen ihre Zahlen ein bisschen auffrischen oder gar keine produzieren. Wir befinden uns in einer Systemkonkurrenz, in der natürlich alle möglichen Leute beobachten, wer ist eigentlich hier am effektivsten in der Frage des Umgangs mit dieser Pandemie. Und da kann man nicht ausschließen, dass die Chinesen ihre Zahlen doch erheblich geschönt haben. Erstens. Zweitens. Und das wird die Bevölkerung merken. Ja, nach dem, was man so gelegentlich von chinesischen Journalisten, die in Deutschland sind, hört, sagen die Leute in Wuhan machen sich gelegentlich lustig über Informationen, denen zufolge es keine neuen Infektionen gibt, weil sie ja wissen, in der Nachbarschaft ist jetzt der infiziert und jene infiziert. Das heißt, die beobachten das schon und das ist natürlich ein Problem oder das ist das, was ich die Verwundbarkeit dieses Modells nenne. Es wird den Leuten eigentlich alles abgenommen. Wir kriegen gesagt, wenn ihr ordentlich pariert und euch verhaltet, so wie wir euch das sagen, dann ist im Prinzip alles gut und ihr könnt euch auf uns verlassen. Und wenn die aber dann feststellen, das klappt so nicht und die kriegen das nicht 100 Punkte in den Griff, dann kann das zu einer Legitimationskrise führen, jedenfalls zu einem Loyalitätsverlust der Führung und der kann dann schnell in eine Systemkrise umschlagen. Also da würde ich meinen, ist im Prinzip in so einem paternalistischen Modell eine gewisse Verwundbarkeit, weil die Regierung das dann auch bedingungslos in den Griff bekommen muss. Nicht? Die haben sozusagen gesagt, ihr haltet die Klappe, wir machen das schon. Nicht? Und das hat zur Voraussetzung, dass diejenigen, die das machen, es auch hinbekommen. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann klingt es so, als ob tatsächlich die Demokratie die beste Form ist, in der man diese Krise erlebt. Ja, sie kann es jedenfalls sein, wenn sie in der Weise gehandhabt wird, dass die Leute an der Spitze der Regierung innerhalb eines liberaldemokratischen Rechtsstaates sich nicht als die Lieferanten darstellen, die bedingungslos in der Lage sind, das von ihnen Erwartete auch bei den Bürgern abzuliefern, sondern wenn dieser alte demokratische Grundsatz der Partizipation, der Beteiligung dabei eine Rolle spielt. Das ist natürlich in Nicht-Krisenzeiten sehr viel einfacher, solche Partizipation zu leben und auch einzufordern. Aber Sie sehen jedenfalls in der Corona-Krise eine Chance, dass das Vertrauen in Demokratien auf Dauer eher gestärkt wird. Ja, klar. Also sozusagen ein alter republikanischer Grundsatz, dass solche riskierten, auf Engagement der Bürger begründeten Ordnungen gelegentlich große Herausforderungen
brauchen, in denen sich das Zusammenwirken von Regierung und Bürgerschaft bewährt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass Demokratien, wenn sie auch im Vergleich mit anderen Systemen die Sache gut gemacht haben, dann wieder einen Vertrauensvorschuss bei der Bevölkerung bekommen, der sich nicht auf die gerade regierende Partei bezieht, sondern der sich auch im Vergleich mit anderen Systemen bewährt. Nicht? Man hört das ja immer, ja, die Chinesen, die können alles viel schneller und bei uns dauert alles so lang. Naja, so Krisen führen dann auch dazu, dass bei uns manches schneller geht, wie wir ja in diesen Tagen sehen. Also es geht durchaus. Also wir haben ja jetzt gerade erlebt so eine Vollbremsung, ne? So eine Einschränkung von Bewegungsfreiheit und Freiheitsrechten. Überhaupt hätten Sie gedacht, dass moderne Gesellschaften oder eine moderne Gesellschaft, wie wir das sind, das so widerspruchslos mitmacht? Die Gruppe, die vor allen Dingen geschützt wird, die ganze Zeit in der Argumentation die Älteren waren und zeigt sich, es sind ja nicht nur die Älteren, die könnte man ja auch sozusagen ab 75 oder 80 sagen, okay, die müssen halt zu Hause bleiben, Vorschlag, den auch Herr Straubhaar gemacht hat. Und die Bewegungsfreiheit wird gewissermaßen auf die von einem Jahr bis von mir aus 65 oder sowas, dann müsste ich schon zu Hause bleiben, begrenzt. Das aber natürlich sind dann Maßnahmen, die eben nicht mehr administrativ durchzusetzen sind, sondern das greift relativ tief in Rechtsfragen ein. Insofern bewegen wir uns da im interessanten Bereich und der wird noch spannender werden in dem Augenblick, wo diese Regelungen allmählich zurückgefahren werden. Da muss man mal sehen, wie viel Rechtsflexibilität dann herrschen wird. Aber ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, oder das ist leicht vorauszusagen, dass die Bevölkerung dankbar rechtlich fragliche Entscheidungen akzeptieren wird, wenn sie dabei mehrheitlich der Bevorteilte ist. Aus Ihrer Sicht des Wissenschaftlers abschließend gefragt, also des Politikwissenschaftlers, was ist für Sie das Spannendste zu beobachten an dieser Krise oder an dem, was danach kommt? Na, zwei Dinge. Also erstens die Konkurrenz der politischen Ordnungen und die Frage, wer wird da unter dem Gesichtspunkt erstens der messbaren Effektivität und zweitens der Wertschätzung durch die Bevölkerung als Sieger hervorgehen. Das ist das eine und das andere. Die Fragen des allmählichen Umbaus und der Umstrukturierung der globalen Ordnung, der Weltordnung. Also sagen, das Ende der Globalisierungseuphorie ist ja schon vor längerem da gewesen, aber diese Pandemie übt jetzt einen gewissen Druck, strategische Überlegungen jenseits globaler Möglichkeiten zu bedenken. Und das könnte auch eine Reihe von Vorteilen haben. Also Augenblick wird die Natur in einer Weise geschont, wie sich das keiner vorstellen konnte, dass sie geschont wird. Und wir müssen dann im Nachhinein überlegen, ob möglicherweise manche der Formen, die wir jetzt eingeübt haben, sich auch im Normalmodus durchhalten lassen. Also beispielsweise, dass ich jetzt nicht in den Zug gestiegen bin oder gerne im Flugzeug zu Ihnen gekommen bin, in ein Studio, sondern dass wir das in dieser relativ kostengünstigen Weise und mit einem minimalen CO2-Abdruck in dieser Form machen. Das werden sich vermutlich viele überlegen. Blicken Sie jetzt auf die nächsten Wochen optimistisch oder pessimistisch? Ach, ich bin ein Mensch, der vielleicht sozusagen diesen charakterlichen Defizit einer notorischen Zuversicht hat und der davon ausgeht, dass Probleme dazu da sind, bewältigt zu werden. Und insofern lasse ich also jetzt auch nicht die Flügel hängen und mache ihn depressiv oder derlei mehr, sondern sehe das als eine große Herausforderung, an der man wachsen kann und stärken kann und bei der nächsten Herausforderung besser darauf vorbereitet ist und resoluter an die Sachen herangehen kann, als das jetzt der Fall war.
Im Sinne der Nachhaltigkeit und des wenigen CO2-Abdrucks winke ich Ihnen jetzt sozusagen und danke von der Ferne für dieses interessante Gespräch und bin wirklich gespannt, ob wir das in dieser Form später auch fortsetzen werden, wenn man sich daran gewöhnt hat. Was glauben Sie, wer wohl gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird? Eher Regierungen, die auch mal Zweifel oder Irrtum zulassen? Oder dann doch eher Typen wie Donald Trump, der stets Stärke beweisen muss? Diskutieren Sie doch gerne bei uns unter ndr.de/aftercoronaclub. Das war unsere Ausgabe für heute. Und wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge.